Einen schönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader, und herzlich willkommen nach dem zweiten Adventswochenende. Hoffentlich war der Nikolausstiefel gut gefüllt. Starten wir hier rein in die nächste oder ja doch in die nächste Handelswoche vor dem Weihnachtsfest. Es wird ja nun mittlerweile immer immer weniger Zeit im aktuellen Jahr. Heute mit Blick mal wieder auf den NASDAQ. Ich könnte gerade sagen, klappe die dritte in Folge. Ja, ziemlich oft momentan. Auf der Uhr der Nestik, aber es ist halt einiges los im Index, der es sinnvoll macht, einfach dort mal hinzuschauen. Dazu heute weiter auf der Agenda hier an dieser Stelle: US-Dollar, Cannes-Dollar und Euro-Britisches Pfund. Das Ganze sehen wir heute und natürlich sehr, sehr gerne den ein oder anderen Wunschmarkt. Das heißt, wer mag, an dieser Stelle gerne rein in die Chats auf Zoom und auch auf Facebook. Dann kann ich mich gerne um den einen oder anderen Wunsch mal kümmern. Ich hoffe auch, dass soweit alles passt. Ich sehe schon hier an dieser Stelle in Facebook. Kommt schon was zurück. Danke dafür. Zoom ist noch ziemlich ruhig. Gebt mir mal ein Lebenszeichen, damit ich weiß, dass auch da alles in Ordnung ist. Gut, hätten wir das und dann würde ich sagen. Holger, wir ja, lassen es krachen. Zoom ist okay, das passt. Lasst uns reinschauen in das, was heute kommt. Zunächst, wie immer, der Risikohinweis. Ich bitte, ihn Gänze zur Kenntnis zu nehmen: der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit blicken wir als nächstes noch in das bisschen an Nachrichten, was wir für heute haben. So wahnsinnig viel steht nicht mehr auf der Agenda. Wir sehen es heute am Vormittag. Gibt es ein bisschen was noch aus Großbritannien zum Thema Hauspreise. Interessant, äh, allerdings das, was wir aus China bekommen haben. Wir sehen es, die Exporte sind weiter angestiegen. 21,1 Prozent plus. Hm? Das ist keine schlechte Zahl. Die Importe haben allerdings ja, ein bisschen, äh, sage ich mal, unter dem Vormonat gelegen und es hat die, sage ich mal, Analystenziele oder Erwartungen etwas untertroffen. Ne? Das ist jetzt, wie es ist. Aber interessant zu sehen, dass die Exporte wieder steigen, das ist so ein kleines bisschen, so ein Anfang von dem Thema wieder ein bisschen mehr Erholung in der Weltwirtschaft. Ne? Die Kuh ist noch nicht vom Eis, wir wissen es, aber das sind die kleinen Schritte. Und ich sage es euch als Trader immer wieder, wir müssen jetzt anfangen, diese kleinen Schritte zu nutzen, um in unseren Portfolien zu arbeiten. Ja, und deswegen sind das gute Sachen, die wir hier an dieser Stelle sehen. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber wenn wir erst dann wieder zuschlagen, wenn wir irgend irgendwo weit, weit in der Zukunft stehen, dann verpasst man oft die besten Chancen. Deswegen... Schauen wir hier entsprechend rein. 8 Uhr gab es noch die Industrieproduktion in Deutschland für den Monat Oktober. Auch hier erstens über den Erwartungen und zweitens auch über den Vormonat gelegen. Aktuell 3,2 Prozent. Das entsprechend zu den Nachrichten. Und dann würde ich sagen, machen wir hier weiter mit dem Blick in die Charts. Und damit auch das Bild wieder groß. Ich mache zuerst... Einmal den Stereo-Trader hier mit auf. Wir haben hier zuerst britisches Pfund, euro-britisches Pfund drauf, gerade noch aus der letzten Vorbereitung. Deswegen würde ich sagen, starten wir hier einfach mal mit ja, dem durch, was wir haben. Euro-britisches Pfund im Tageschart. Sehr interessant zu sehen hier. Wir sehen es, was passiert ist. Der Markt ist schön nach oben unterwegs. Ja. Wir sehen es sehr, sehr schön hier im Aufwärtstrend befunden. Danach diese. Naja, mehr oder weniger doch deutlich tiefe Korrektur nach unten. Wir haben sozusagen die gesamte Bewegung von oben nach unten korrigiert. Das ist oft nicht so ein schönes Zeichen, weil das doch ein Schwächezeichen ist. Aber wir müssen einfach an dieser Stelle auch weiter mit im Kopf haben, wir haben ein Brexit vor der Tür stehen. <laughs> Das ist das eine, und das das Wichtige ist daran: Es gibt immer noch kein finales Ende. Das heißt, es ist immer noch offen, ob es ein harter Brexit wird oder ob man noch irgendwie irgendwas hinzimmern kann. Dass man irgendwo ein Handelsabkommen hat, mit dem man anfangen kann zu arbeiten, was die wirtschaftlichen Einschränkungen auf beiden Seiten übrigens in der EU und auch in Großbritannien etwas, sage ich mal, umgänglicher machen kann. Das wird sich zeigen. Die Türen sind wieder offen. Wir wissen, heute wird es ein Telefonat geben zwischen Brüssel, äh, zwischen Brüssel und, äh, und den Briten. Also von der Leyen und Boris Johnson sind heute irgendwann im Tage äh, lose telefonisch verabredet. Ähm, konnte man aus den Medien erfahren, wo es dann zu diesem Thema weitergeht. Also man ist hier eine Woche weiter am Ringen. Der Brexit steht, es ist halt dann nur die Frage, was draus wird. Und das ist das was wir hier im Chart auch immer so ein bisschen mit sehen. Was wir allerdings sehen, und das finde ich jetzt in diesem Chart wirklich sehr, sehr positiv, ist die Situation, wie sich der Markt hier entwickelt. Das, was wir hier an dieser Stelle sehen, ist halt die interessante Sache. Und zwar genau der Punkt, ich skizziere das mal ganz kurz an. Also das, was wir hier an dieser Stelle sehen, dieser Weg nach unten, dieser Abwärtstrend. Und ja, das ist ein Abwärtstrend auf Tagesbasis, den haben wir hier da. Hier der kleine Ausflug nach unten, aber hier sind wir reingelaufen schön nach oben hier wieder runter Korrektur noch mal runter und jetzt ist der Markt halt übergegangen in einen Aufwärtstrend hier an dieser Stelle und ist jetzt aktuell auch nach oben hin ausgebrochen. Hier in der Vorwoche äh, am Mittwoch sind wir hier drüber gelupft über dieses Zwischenhoch bei 0,9070. Das ist also schon mal ein positives Zeichen. Und jetzt ist halt das, das Spannende an dieser Stelle ist, wenn wir tatsächlich hier über das Zwischenhoch drüber laufen, dann haben wir hier aus der Korrektur heraus den Markt nach oben laufen. Und das ist das Interessante. Dann haben wir nämlich schön die Anlaufpunkte auf der Oberseite, also wenn wir uns hier mal wieder das Thema der Verortung anschauen, dann sind wir hier oben jetzt in einem schönen Level verortet, wo wir hier, naja, so ein bisschen Widerstand oben drinnen haben. Hier dieses Verkaufslevel da oben drinnen, ne? das ist untergeordnet hier aus diesem Trendverlauf halt ein Widerstandslevel und wie ich schon gesagt, wenn wir da drüber laufen, haben wir wirklich gute Karten zur Oberseite reinzulaufen. Wir gehen jetzt mal den letzten Schub hier, äh, sozusagen den Ausbruch auch aus diesem Abwärtstrendkanal, den wir hier haben. Ja, das ist jetzt keine hohe Flagge mehr, das ist viel, viel, viel zu tief gelaufen an dieser Stelle und auch viel zu trendig. Flaggen sind sowas, wenn wir hier nur einmal runterrutschen und dann am besten oben drüber ausbrechen. Das sind schöne bärische, beziehungsweise in dem Moment wäre es dann eine bullische Flagge gewesen. Das hat sich allerdings nicht ergeben. Deswegen hier, schauen wir mal ganz Kurz rein in den Chart der vier Stunden und da sehen wir ähm, das, was ich an dieser Stelle im Tagestrend gerade angedeutet habe. Also hier zunächst erst einmal, wartet mal, mal gucken, ob wir das hier mit dem Trendtool hinbekommen. Schaut mal hier, das war der letzte Abwärtsschub und dann ging es hier schön stabil nach oben. Wir haben hier unten auch zwei Tiefs gehabt. Ich mache mal kurz die Trenderkennung hier wieder raus und zwar das Thema hier unten. Einmal hier ein Tief und einmal hier das erste höhere Tief. Moment, wartet mal, das kann man glaube ich schlecht sehen. Das Grüne, ich mache es mal in einer anderen Farbe. Machen wir es mal schön im Blau. So, jetzt also hier Nummer 1 und Nummer 2. Erstes höheres Tief und jetzt haben wir hier das höhere Hoch. Also es ist so ein bisschen was an Zeichen da, dass der Markt uns zeigt, hey Guys, es geht nach oben, hier initial nach oben, ja, dann hier nach unten getrennt. Das war die Gegenbewegung. Auch das sind schön Zeiteinheiten, die ineinander fließen. Und dann hier entsprechend der Wechsel nach oben. Das ist das, was wir hier haben. Und das ist jetzt das Interessante. Dass wir hier tatsächlich anfangen, nach oben zu schieben. Und hier in diesem Widerstandsbereich bei 0,90,70, da sehen wir, da sind wir hier schon mal kurz reingelupft an dieser Stelle äh, und dann nochmal runtergedreht. Und da ist hier im Kleinen wiederum, das ist das, das Feine. ja, Also, das ist wirklich für die kurzfristigen Trader das Interessante. Deswegen gehe ich auf diese Punkte auch immer mal so ein bisschen ein. Schaut mal, wir sind hier runtergelaufen. Rein in dieses Level. Deswegen sehen wir, das ist momentan ein Widerstand und dann ein tieferes Tief gemacht. Das heißt hier kurzfristig ein tieferes Hoch und ein tieferes Hoch. Da sind wir im Mini-Bereich wieder mal in einem Abwärtstrend. Aber. Der Bereich, wo wir rumgedreht haben, ist halt dieses Support-Level hier. Ne? Das war erst ein Widerstand. Jetzt mittlerweile ist das zu einer Unterstützung, in einem Unterstützungsbereich geworden. Das heißt, an dieser Stelle hier ähm, sehen wir ganz klar, das Level hier ist momentan so ein bisschen Support. Ne? Erst sind wir drunter gewesen, jetzt sind wir drüber, hier sind wir drüber, rauf hoch, rauf hoch, rauf, wieder hoch. Das sind Chancen, die wir haben. Und das ist das, wo wir jetzt am Markt genau lesen können, was los ist. Denn Verkaufen wir hier oben wieder ab, dann etabliert sich tatsächlich hier ein kleiner Widerstand an diesem Bereich. Dann müssen wir vorsichtig sein. Dann ist kurzfristig zunächst erstmal damit zu rechnen, dass der Markt eher ein Stückchen tiefer läuft. Das heißt, von dort oben angefangen wieder nach unten in diesen Bereich, in diesen Auffangbereich herein. Ja. Gehen wir aber direkt rüber, das ist dann das Spannende zu sehen. Dann sehen wir die Kaufstärke und dann wird es wirklich sehr, sehr interessant. Was passiert. Und dann haben wir auf der Oberseite natürlich auch sehr, sehr schöne Anlauflevel. Denn mit Überschreiten von diesem Level hier oben haben wir dann das hier im größeren Bild, im, im, im Szenario und Ch Chancen auf der Chart-Oberseite. Schaut es euch an. Einmal hier um die 0,91,06. Und dann hier oben der Bereich um die 0,9150. Das sind schöne Anlaufmarke auf der Oberseite. Und das Entscheidende, das haben wir jetzt tatsächlich hier. Wo dreht der Markt hin? Und das ist das Entscheidungslevel. Klasse Verordnung, sehr gut geeignet fürs Trading, sowohl auf der Longseite als auch auf der Shortseite. Und für diejenigen, die sich sagen, okay, sollten wir hier tatsächlich rumdrehen und ich möchte diese Spanne von diesem Widerstandsbereich hier 0,9070 bis runter in den Unterstützungsbereich um die Marke 0,90 als Trading-Chance nutzen, ja? Dann können wir uns den letzten Schub hier, also das Stückchen, was wir hier haben, noch einmal anschauen, was hier an dieser Stelle passiert. Ist nur für den Fall, dass wir tatsächlich rumdrehen, ne? also dieser Schub nach oben. Wer sich das mal in den 15 Minuten anschaut, der sieht hier den Trend nach oben. Und wenn wir jetzt hier oben tatsächlich rumdrehen, dann haben wir halt ein paar schöne Anlaufmarken, die wir nutzen können. Zum einen natürlich hier dieses Drehlevel, um die 0,90, naja, knapp um die 40 bis 45 dort in den Drehbereich. Also hier, wartet mal, ich mache es mal genauer. Also hier ist der Ausbruchsbereich, 0,90, knapp 43. Das ist das Wichtige, weil das kommt aus diesem Trend hier raus. Und da hat sich der Trend fortgesetzt. Und zwar sehen wir auch sehr, sehr schön eine bullische Konsolidierung. Schaut mal hier oben, da der Deckel drauf und hier unten. Die ansteigenden Kurse, das ist Kaufdruck und das hat sich deutlich nach oben entladen. Ne? Und wenn wir jetzt halt in der Verordnung, wo wir sind, hier oben drinnen wieder in die Schwäche reingehen, das wäre halt tatsächlich eine Bestätigung dieses Levels hier. Schaut mal hier oben, das Widerstand, hier wieder Widerstand. Wenn wir hier wieder abprallen, dann ist das tatsächlich. Ein Zeichen für die Unterseite. Und wie schon gesagt, die Anlaufmarker sind ja gut und gerne ersichtlich. Da können wir auf den äh, Trend, der vorhanden ist, zurückgreifen. Und jetzt zeichne ich es einfach mal kurz noch weiter hier die Zwischentiefs ein. Hier ungefähr die 09028 hier bis 09030 in diesem Drehbereich rum. Und dann geht es weiter runter hier. Dieses Level, die 0 na, was haben wir hier? 0,90, 13, 14 in etwa rum. Hier sehen wir auch ein bisschen unsauber das Ganze gelaufen. Also auch hier ein schöner Schwungbereich, wo dieses Zwischentief ist. Und dann geht es schon in die tieferen Regionen hier um die 0,90, 0,4. Und dann haben wir schon hier diesen wichtigen Schwungbereich, den wir gerade auf der Tagesbasis oder 4 Stundenbereich auch gesehen haben. Knapp die Marke um die 0,90. Das ist der Blick in Euro-Britisches Pfund. Das hier zu. Und damit machen wir kurz die Währung noch fertig. Bevor wir in den Nester gehen und an dieser Stelle bitte ich auch noch einmal, wer einen Wunschmarkt hat, gerne schon reinpacken. Ich sehe hier gerade, dollar japanisches Yen wird heute nachgefragt. Schauen wir uns natürlich sehr, sehr gerne an. Jetzt erst einmal zum Candolor, US-Dollar, Candolor. Da sind wir mal in der Woche wieder unterwegs. Warum nehme ich hier die Woche rein? Weil wir so brutal abw abwärts gerichtet sind. Schaut euch das mal an hier. Wir hatten es schon besprochen. Bruch hier unter die 1,29 knapp 30. Zack, ist in der letzten Woche brutal abverkauft worden. Also wahnsinniger Druck von oben nach unten rauf. Und wir haben hier noch ein paar interessante Anlaufbereiche zur Chartunterseite hin. Wenn wir das mal ganz kurz sehen wollen, da muss ich mal schnell das Bild ein bisschen ähm, anders justieren, damit wir das Ganze hier sehen. Keine Sorge, ich mache es jetzt nicht äh, megamäßig klein, aber ich muss einfach mal hier kurz ein bisschen rüber rutschen an dieser Stelle, weil wir hier. Moment, jetzt habe ich das Fenster verrutscht, weil wir hier an dieser Stelle ähm, ja natürlich sehr, sehr wichtige Faktoren haben, wo wir drauf schauen müssen. Und zwar sind das hier diese wichtigen, wichtigen Tiefs. Wie kriege ich das jetzt am besten gezeigt? Moment, gehen wir mal kurz in, die, in den Monatschart rein. Da sehen wir es, glaube ich, am besten hier an dieser Stelle. Also, was wir hier an diesem Punkt haben, ich muss mal kurz hier oben noch das Licht wieder ausmachen. Wir sind jetzt hier massiv abverkauft. Ja, und wenn wir mal sehen, wo hier die nächsten äh, Punkte sind, auf die wir raufgehen können, dann sehen wir im Monatschart wichtige Haltelevel. Also wir sehen es auch im Monatschart. Ne? Und zwar hier, Moment, ich mache es mal ein bisschen größer, damit wir es besser äh, erkennen können. Ich hoffe, man sieht es dann noch. Wenn wir es hier sehen, nee, ich muss es ein bisschen kleiner machen. Ähm, heißt also, nächster Anlaufpunkt, den wir hier in diesem Chart auf der Unterseite haben, schaut mal. Das sind hier unten diese Wochentiefs. Das ist das hier unten, das, was wir hier liegen haben. Ne? Und da sehen wir schön auch das, was sich hier entwickelt hat im untergeordneten Bereich. Keine Sorge, wir blicken gleich mit runter. Also hier zunächst erst einmal, wir sehen es hier. Das ist, wie schon gesagt, der Monatschart. Das ist das, was hier im Größeren nach oben trendet. Dann haben wir allerdings hier. Und jetzt zeichne ich mal ein bisschen das Untergeordnete mit ein. Schaut mal, das ist das, was wir hier untergeordnet mit drinnen haben. Der Schwung nach oben. Und innerhalb dieses Schwungs nach oben haben wir halt diese wichtigen Monatstiefs. Und auf Monatstiefs schaut man schon ganz, ganz genau, weil schaut mal hier an dieser Stelle hier, an diesem Punkt hatten wir auch ein Monatstief. Also genau dieses Level hier. Und was ist hier passiert? Hier sind wir jetzt draufgelaufen. Und gehen so ein kleines Stückchen nach oben. Sehen wir gleich im Tageschart. Das ist also kein, kein Thema, was wir hier anschlaufen. Und aus diesem Grund ist halt der nächste Punkt, das nächste Monatstief, auch so wichtig. Das ist dieser Bereich hier unten. Und das ist die Marke um die 1,21, 24, 25 rum. Und das sehen wir beispielsweise jetzt hier auch. Schaut mal, das ist jetzt der Rutsch nach unten den wir hier sehen und was wir hier auch relativ gut sehen ist dieser Abwärtstrend einmal natürlich das größere hier und dann das was wir auf Tagesbasis auch sehr sehr schön sehen also hier der große große Abwärtstrend von oben nach unten laufen ja wenn man das mal sehen und dann das ganze noch mal gezeigt auf den aktuellen Trendverlauf der Bewegung hier das, was wir hier unten haben, das ist auch das, was wir auf Tagesbasis sehen. Und das hat sich jetzt schön nach unten ausgearbeitet, schön auch Potenzial rausgeholt. Und genau in diesem Wochentief sind wir oder in dem Monatstief sind wir gelandet. Und hier verharren wir jetzt als kleines Korrekturlevel. Wir haben jetzt natürlich die Chance, die Korrektur nach oben auszuarbeiten. Also hier oben rein in den Bereich äh, 1, 29, 28 in etwa rein, wo der Abverkauf gewesen ist. Das ist die Regressionsseite. Aber... Das nächste Anlaufziel, wie schon gesagt, wochentechnisch, und das ist jetzt für die kurzfristigen Trader durchaus interessant, auch wenn wir hier von einer relativ hohen Zeiteinheit kommen, bricht das letzte Wochentief weg. Also hier, dieses, was wir hier unten sehen. Dann ist der Weg nach unten frei in Richtung des nächsten Monatstiefs. Und da ist einiges am Platz von ähm, 1,2787 ähm, bis auf 1,27 24 25, was wir in den kleinen Zeiteinheiten durchaus gut zum Traden nutzen können. Und das schauen wir uns jetzt zunächst erstmal auf dem Tageschart mit an. Ja, das heißt, an dieser Stelle, wenn ich das mal kleiner zusammenraffe, hier sehen wir es ein bisschen besser. Schaut mal. Hier ist jetzt der Weg nach unten hin frei. Da ist Lücke bis zu dem Punkt, ähm, den ich nach unten gezeigt hatte. Und diesen Raum können wir durchaus fürs Trading nutzen. Und das ist das, was wir hier unten sehen. Ich hoffe, man, man kann es auf diesem Bild relativ gut erkennen. Dass wir hier innerhalb eines Abwärtstrends verortet sind. Das ist das also, was wir hier schön nach unten den Lauf sehen und hier ebenfalls das Ganze schön nach unten gezogen. Und diesen Ablauf, den schauen wir uns jetzt mal eben noch im 4-Stunden-Chart an, denn hier sehen wir die schöne Schwäche-Konsolidierung. Ja, wir sehen hier den starken Abwärtsrutsch nach unten und hier konsolidieren wir jetzt innerhalb dieser kurzen kleinen Phase hier. Mit relativer Schwäche. Und wenn wir jetzt tatsächlich unten drunter laufen, also unter das Zwischen-T4, dann wäre das aus der kleinen Konsolidierung jetzt der nächste Rutsch. Und wir sehen, dass der Markt momentan dort so schwach ist. Hier, schaut mal, das war das gleiche Bild, was wir hier hatten. Auch eine kleine flache Konsolidierung hier auf diesem Bereich und dann zack, nach unten gerutscht, weggerutscht, mit starker Dynamik raus. Und dieser Lauf ist noch nicht zu Ende. Wenn wir jetzt hier durchbrechen, dann können wir gut und gerne äh, darauf setzen, dass der Markt weiter nach unten laufen kann und den nächsten Anlaufpunkt. Das nächste Monatstief, das ist nicht weit weg. Also das ist schon ein sehr, sehr interessanter Punkt. Geklärtes von der Verordnung hier im kann dollar also US-Dollar, kanadischer Dollar auf der Chartunterseite. Sehr, sehr spannend, wie ich finde, kann sich lohnen, sich dort mal drauf zu setzen. So, dann gehen wir jetzt mal noch in den NASDAQ und dann haben wir noch zwei Wunschmärkte US-Dollar, japanischer Yen, Euro-US-Dollar auch noch und CAN-Dollar, ähm, japanischer Yen. Also das wird super, klasse. Das heißt, hier an dieser Stelle machen wir jetzt kurz den Blick in den Nasdaq. Oder was heißt kurz? Wir machen es einfach. Mal schauen, wie es zeitig wird. Also, wir sehen es hier. Diejenigen, die das Research am Sonntag schon gelesen haben, äh, die wissen, was jetzt kommt. Die anderen, ist ein bisschen Neuland. Naja, so viel Neuland auch nicht, aber. Ähm, der NESDEC, es ist einfach äh, Wahnsinn, was hier schon wieder los ist. Äh, wir betreuen den NASDAQ hier ja schon eine ganze Weile. Und wenn wir mal sehen, wir haben den auf der Uhr hier. Schön lauf nach oben. Korrektur, nächste Aufwärtstrendbildung. Was ist hier passiert? Er ist von unten gekommen, schön nach oben gelaufen, hat auch die entsprechenden Widerstandslevel einfach nach oben mitgenommen, ohne großartig zu zögern. Ne? Und wenn wir sehen, wir sind von unten raufgekommen, haben hier. Das Zwischenhoch bei 12.256 Punkten rausgenommen. Sind dann sozusagen in das Hoch hier reingelaufen bei 12.416. Dann die Korrektur und dann schön nach oben getrendet. Und inzwischen nicht nur das Zwischenhoch, sondern alles, das alte Allzeithoch rausgenommen. Und jetzt ein neues Allzeithoch geschrieben bei 12.538 in der letzten Woche. Heute gab es schon wieder etwas oben raus. Also wir sehen, dieser Markt ist durchaus weiterhin sehr, sehr stark auf der Oberseite. Seite, ähm, verortet verbunden und wir sehen hier immer immer wieder die bullischen Muster, die bullischen Korrekturmuster. Deswegen jetzt mal rein der Blick hier in die Stunde und hier sehen wir es auch wieder sehr, sehr schön, den Stundentrendverlauf hier an dieser Stelle schön nach oben, ne? schön aus der Korrektur unten raus. Hier sehen wir schön entsprechend das Haltet-Level. Schaut mal hier angehalten, rauf, angehalten, rauf, angehalten, rauf, angehalten, rauf, wieder ran, wieder rauf. Da sehen wir, dass die Marke um die 11.800 Punkte eine sehr, sehr hohe Relevanz hatte und schön unterstützt und dann ging es schön trendig nach oben. Wir schwanken hier schön durch und jetzt sehen wir es hier oben. Hier steigende Tiefs und leicht steigende Hochs. Das ist eine Situation, die durchaus Potenzial zur Oberseite hat. Und wenn wir hier oben reinlaufen, ich hatte das im, äh, im Research am Sonntag geschrieben, da ist man durchaus kurzfristig Lust, äh, Luft bis 12.700 Punkte, äh, die man hat, wenn man alleine mal. Ähm, entsprechend die Differenz der letzten korrektiven Phase mit unten mit oben aufrechnet. Also das ist durchaus ein, ein, ein Punkt, den man mit annehmen kann, zur Oberseite hin, wo das Potenzial vorhanden ist. Für die kurzfristigen Trader allerdings wird es jetzt interessant, wo wir hier reinlaufen, also wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt. Denn dieses Zuspitzen hier oben an dieser Stelle, wir sehen es ja, wir haben ja immer so leichtes Anlupfen nach oben. Der Markt tastet sich immer ganz, ganz leicht von, von hoch zu hoch sozusagen. Der kann auch mal dazu führen, dass wir hier ein bisschen was an Korrektur nach unten bekommen. Ne? Und ich hatte es gestern geschrieben hier: wir haben diesen, diesen, diesen Zwischenhochsbereich hier äh, um die äh, 12.538. Das war per se sozusagen ähm, ein, ein, ein Level, was wir jetzt schon wieder schön nach oben rausgenommen haben. Hier an dieser Stelle oben rein, hier bis in das Hoch oben rein. Aktuell stehen wir dabei äh, äh, 500, Warte, was haben wir? Moment, Moment, Moment. 12.000. 567 Zähler, also das hier oben. Diese Marke, das hier, das ist das nächste Hoch, was wir da haben. Ähm, und da ist jetzt das Ganze natürlich schön zu sehen im Rahmen der letzten Aufwärtsbewegung hier. Und wenn die jetzt mal so ein bisschen in den Korrekturmodus übergeht, dann haben wir halt ein paar Anlaufpunkte auch auf der Unterseite. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Das heißt, wenn wir hier jetzt mal diesen schönen Aufwärtslauf uns anschauen, dann sehen wir halt, wie schön der hier oben reingelaufen ist. Und dann hat er angefangen zu korrigieren. Dann wieder nach oben nach unten und jetzt der Lauf nach oben hin und da sehen wir halt, dass dieses untergeordnete Level hier um die 12.442 doch durchaus schon ein relevantes Level in diesem Kontext ist ja und dann darunter gesehen dieser Schwungbereich noch den wir hier haben um die Marke von 12.400 das sind für die kurzfristigkeit durchaus ein sehr sehr sag ich mal interessantes Anlauflevel oder zwei interessante Anlauflevel die wir hier haben wichtig ist halt an dieser Stelle was der Markt jetzt und hier an dieser Stelle macht. Ja. Heißt also, wartet mal, ich nehme mal kurz dieses grüne Gebilde ähm, raus. Wir sehen es hier bezogen auf den Aufwärtstrend. Wir können ja ohne weiteres, wenn wir das größere Bild mal nehmen, bis unten rein in diesen Support um die 12.315-Punkte-Marke gehen. Ne. Das ist auch hier dieses schöne Kauflevel, was wir hier sehen. Und wenn das passiert, dann müssen wir einfach sehen, wo kommen wir her? Hier, das ist jetzt ein wichtiger Bereich, dieser Schwungbereich hier, um die. Naja, ein bisschen über 12.500 Punkte, 12.508 bis 10 in diesem Drehbereich rumschaut. Wenn wir da jetzt runterlaufen, dann haben wir im kurzfristigen ganz, ganz kleinen, einen kurzen Abwärtstrend. Und wer das... Kurzfristig traden möchte, der findet halt untergeordnet auch die Anlauflevel und der orientiert sich einfach an dem Schwung, was jetzt hier nach oben gelaufen ist im Kurzfristbereich, also für die Intraday-Seite, die Ziele, die wir hier haben. Und wenn wir uns da mal kurz die 15 Minuten anschauen wollen, an dieser Stelle hier, da sehen wir es halt, wo es reingeht, und das sind halt die Level, die wir unten drinnen liegen haben. Das heißt, hier schaut mal diese Zwischentiefs, das sind gute Orientierung. Das heißt, falls wir hier unter die 12.508 fallen, der Anlaufpunkt 12.490. Dann haben wir hier. Ein Drehlevel um die 12.400, knapp 72, und dann ist hier nach unten hin der nächste Auffangbereich um die 12.442 Zähler. Schön planbar in den kleinen Zeiteinheiten. Das ist wirklich interessant, und wir sehen es ja in den 15 Minuten. Hier haben wir so also das bisschen Gegenbewegung, und da kann man halt schön die Stellschrauben ansetzen. Und wenn wir hier jetzt sozusagen nicht unter diese Linie, unter diese 12.508 fallen, sondern dort oben hängen bleiben und nach oben trenden, ja, dann haben wir hier halt diese Korrektur. Und wenn es jetzt hier wieder nach oben trendet, das schön weitergeht, wie wir das hier sehen. Das sind halt die kleinen Trends, die dann schön nach oben laufen können. Und das kann man dann sehr schön für die Oberseite nehmen. Also 15 Minuten schön in der Justierung, wie ich schon gesagt, im großen Bild weiterhin alles positiv, schön nach oben ausgerichtet. Wir sehen, was kommt. An dieser Stelle, äh, wie sich der Markt aufbauen wird. Das ist eine schöne, kleine, feine Stellschraube hier an dieser Seite. Sehr gut zum Traden geeignet. Das ist der Blick in den NASDAQ. Und wir machen weiter mit den Wunschmärkten. Den ersten Wunschmarkt, den wir hatten, war Kandor japanischer Yen. Heißt also hier auch mal wieder der Blick oben rein. Wir schauen hier zuerst mal auf den äh, Tageschart im Kandor japanischen Yen. Ähm, den haben wir hier am Laufen. Und wir sehen, der Tageschart am Freitag sehr dynamisch nach oben rauf gelaufen. Wieder mal in diesen Widerstandsbereich hier oben rein. Wir sehen es, der ist historisch. Der ist schon sehr, sehr lange äh, im Bestand. Hier reingelaufen, abgeprallt, reingelaufen, abgeprallt, reingelaufen, abgeprallt. Jetzt die Frage schaffen wir es denn endlich mal oben drüber ja wenn ja wie schon gesagt Potenziale sind durchaus da mal schauen wie sich der heutige Handelstag auch entwickelt nächster Anlaufpunkt auf der oberseite wäre mal hier oben dieser kleine Umkehrbereich um die 81 knapp äh, 90 dass das hoch und wenn das wegfliegt dann schaut mal hier ist wirklich viel, viel Luft zur Oberseite hin. Also von dieser Stelle, äh, wenn wir tatsächlich nach oben hin ausbrechen sollten, wäre mal der erste Anlaufpunkt wirklich hier zu sehen bei knapp 81,90. Äh, und dann ist hier schon relativ viel, viel Luft nach oben hin, wo wir uns dann mittelfristig ausdehnen können über die Marke von 84,60. Das ist die Oberseite. Allerdings, und das ist jetzt das, wo wir genau hinschauen sollten, ähm, die Verortung hier an diesem Widerstandslevel, wir haben es gesehen, dynamisch hoch und jetzt kommt es drauf an und deswegen schauen wir jetzt hier mal in den Stundenchart rein und da sehen wir nämlich schön den Markt hier nach oben schwingen, also hier, sehr, sehr schön, hier, Moment, ich mache es in grün, zack, so, also das, der laufende Aufwärtstrend, der sich hier fein nach oben etabliert hat an dieser Stelle, schön oben reingelaufen, hier jetzt eine leichte Topbildung, ja, das ist ein Zeichen kurzfristiger Natur für eine leichte Topbildung hier, Bewegung, Korrektur, abwärts. Jetzt wird es interessant. Hier im Kleinstbereich. Das heißt, hier wird es sehr, sehr wichtig zu sehen, was passiert jetzt hier. Also diejenigen, die sich hier auf ein, für, oder für ein Abreißszenario auf die Lauer legen wollen. Das, was wir hier oben haben, ist das erste Zeichen, wo man gesagt, okay, wir sind jetzt rangelaufen, wir verharren drunter. Also momentan ist hier wirklich absolut alles in Ordnung. Denn. Wenn, man uns die, wenn wir uns die kleinen Zeiteinheiten anschauen, schaut mal dieses Level hier unten, um die 81, 32, 30, 32 hier. Das ist ein schönes Haltelevel. Ne? Das sehen wir hier. Der Bewegungsarm hat hier nochmal reinkorrigiert, dann nach oben gelaufen, hier wieder rumgedreht. Das ist jetzt hier auch wieder passiert. Raufgelaufen und jetzt laufen wir nach oben. Schafft es der Markt oben durchzubrechen, wäre das ganz klassisch ein bullisches Zeichen, dass wir endlich mal versuchen, wirklich hochzulaufen. Dann wird es interessant, was passiert hier oben um die 81,90. Da waren wir ja schon mal gewesen ne, an dieser Stelle hier in diesem Bereich rangelaufen und dann wieder abgeprallt. Ähm, dann drüber, wenn wir das tatsächlich schaffen, dann wäre es halt wirklich gut zu sehen. Aber ich glaube, ich kriege das jetzt im Stundenchart hier nicht rein, was da oben passiert hier. Das ist das Abverkaufslevel hier drüben. Das ist jetzt mal kurz der Blick in den 4-Stunden-Chart. Also, erste positive Nachricht ist, wenn wir tatsächlich drüber laufen, dann schauen wir, was passiert bei 81, knapp 90. Und dann ist der Weg nach oben relativ gut und gerne frei. Ne? Hier noch ein Zwischenlevel. Hier an dieser, an dieser Stelle, wartet, das ziehe ich euch mal kurz runter hier. Dieser Verkaufsbereich um die ähm, 82,65 in etwa, das ist dann da. Aber wichtig ist jetzt zu sehen, was passiert wirklich hier oben. Und das ist das Interessante an dieser Stelle. Der Schub nach oben wäre hier das bullische Zeichen. Denn dann hätten wir eine flache Korrektur gehabt, die dann Kraft gesammelt hat. Kein Abverkauf am Widerstandsbereich, sondern wirklich Stärke bewiesen und dann nach oben. Zack. Das wäre wirklich sehr, sehr, sehr interessant an dieser Stelle. Anders hier noch zu sehen. Wenn es einen Rückschub gibt, also wir hier unter dieses Level unten drunter fallen, hier ich hänge mal noch ein Preisschütchen dran, also knapp die 81,30, wenn wir dort runterfallen, mit einem tieferen Tief, äh, mit einem tieferen Hoch, ne? das wäre dann das kleinere, wäre mal das Ausbruchslevel um die 81, der erste Anlaufpunkt, und dann können wir uns ein bisschen zur Unterseite orientieren. Hier an dieser Stelle dieses Kauflevel um die knapp 80, 90 und dann hier unten der Schwungbereich. Den sehen wir hier in diesem Drehlevel rum in etwa die Marke von 80, 60. Das ist der Blick. In das Währungspaar kann Dollar, japanische Yen. Also die Verortung auch wieder sehr, sehr schön. Gut gesehen. Freut mich, dass das hier entsprechend mitgezeigt wird. Also, das hätten wir da. Dann schauen wir jetzt auf US-Dollar, japanischen Yen. Ja, japan lastig heute das Ganze. Aber schön, weil da ist gerade richtig ordentlich Bewegung in den Märkten mit drinnen. Äh, hier an dieser Stelle. Auch hier zunächst einmal der Blick in den Tageschart. Das ist wichtig, die Verortung. Und hier... Im Tageschart sehen wir nämlich momentan auch sehr, sehr schön, dass wir hier in diesem Bereich eine Range haben. Hier unten, das ist die Unterseite der Range, hier oben die Oberseite der Range. Also ein Schwungbereich sozusagen, wo wir uns momentan im Median befinden. Und da wird es halt wirklich interessant, wie man das Ganze betrachtet. Denn wer hier häufig schon zuschaut, der weiß, wo ich drauf schaue. Innerhalb von Seitwärtsphasen es ist es immer sehr, sehr interessant. Die Oberseite zur Unterseite und die Unterseite zur Oberseite zu traden. Mittendrin statt nur dabei ist immer ein bisschen schwierig, weil wir nie wissen, wie sich der Markt jetzt hier in diesen Drehbereichen entscheidet. Ne? Er ist hier schon runtergefallen, ähm, er ist nach oben gegangen. Also, das ist immer schwierig. Am besten immer wirklich zu sehen, wenn wir oben Schwäche bekommen nach unten und wenn wir unten Stärke bekommen nach oben, erstmal Richtung Median, weil wir sehen, von oben ist er immer schön ins Median gelaufen, von unten das Gleiche. Da haben wir mehr Sicherheiten auf der Stelle. Aber, und das ist jetzt das Interessante an dieser Stelle. Wir sind nun mal jetzt im Median verortet. Und da schauen wir jetzt gleich mal in den 15-Minuten-Chart rein innerhalb dieser Medianbreite. Ähm, das muss ich mal ein bisschen zusammenraffen, dass wir es hier besser sehen können. Denn. Ähm, es wird jetzt interessant zu sehen, was hier passiert. Was ist das Interessante an dieser Stelle? Äh, das Interessante an dieser Stelle ist, was hier in diesem Zwischenraum passiert. Das hier ist der Drehbereich innerhalb der Range. Ich fasse den mal ein bisschen größer. Also irgendwo ähm, in diesem Sinne hier, in diesem Bereich um die Marke von, naja, 104, 25 haben wir hier einen Drehbereich. Und da ist es jetzt interessant zu sehen, hier oben sind wir sozusagen von oben raufgelaufen, da war es Stärke, dann sind wir drunter. Und das ist jetzt das Bild, was wir hier an dieser Stelle sehen, dass wir aktuell wieder schwächeln. Ja, und das ist halt etwas, was ich noch... Jetzt ausformen muss sozusagen. Aber hier, ich skizziere es mal kurz. Das war der Hochlauf quasi, ganz grob skizziert nach oben hin. Und dann ist halt ein Abwärtstrend wieder gekommen. Ne? Also das hier die Tatsache hier oben reingelaufen. Hier, das ist mal das leicht trendige Verhalten. Wir düsen hier also ziemlich stark nach unten. Das ist dieses Hin und Her. Und jetzt wird es halt interessant zu sehen, schafft es der Markt tatsächlich oben drüber? Dann haben wir auf der Oberseite auch noch ein paar Anlaufpunkte. Und zwar hier. Die Zwischenhochs. Also hier einmal knapp das Level um die 104,35 und dann hier diese Schwungbereiche, diese Drehlevel, die wir hier haben. Da ist einiges dabei, ähm, was wir hier als Anlaufpunkte nach oben hin mitnehmen können im untergeordneten Bereich. Dieses, diese, diese, diese kleinen Zwischenhochs, die wir da sehen. Also da ist zuhauf was da, äh, wo wir hier durchaus auf Druck bzw. auf Kaufinteresse stoßen können, wenn tatsächlich Absicherungspositionen kommen. Also. Das wird interessant. Über diesen 104,25 haben wir schöne planbare Anlaufmarken. Die habe ich hier einfach mal skizziert. Ab knapp 104,35 äh, geht es hier wirklich schön nach oben hin. Das ist die Oberseite. Aber wir müssen es halt auch sehen. Wenn es an dem Median hier abprallt, an dem mittleren Drehbereich, ist die Unterseite genauso interessant an dieser Stelle. Ähm, denn wir sehen es, wir haben hier das erste tiefere Hoch, wir haben hier fallende Zwischentiefs, knallen wir unten drunter durch, also prallen wir hier tatsächlich von oben nachhaltig ab. Dann der nächste Bereich, den wir hier haben, hier das Drehlevel um die Marke von knapp 103, 94, 95 und dann schön die Unterseite hier. Die Kauflevel 103 knapp 83 und dann hier unten reinlaufen. Die 103 knapp 74, 73, 74. Da ist einiges da auf dem Weg auch zur Unterseite. Also hinschauen, was im Drehbereich passiert und dann genau das traden. Wir haben hier schöne Level auf der Ober sowohl als auch der Unterseite, je nachdem, wie man sich jetzt positionieren möchte oder wenn man vielleicht schon unten eingestiegen ist, dann ist es halt jetzt wirklich interessant zu sehen. Gibt es einen Auflauf oder nicht? Die Chancen sind da weiterhin zur Oberseite, denn wenn man sich das größere Bild hier mal anschaut, ich meine, wir sind ja jetzt im 15-Minuten-Chart, bitte nicht vergessen, ja, das ist das größere Auflaufbild hier, ne? und das ist halt das, was wir sehen. Wir sehen hier steigende Hochs, wir sehen hier. Auch steigende Tiefs an dieser Stelle, dass jetzt der Ausrutscher nach unten, wenn es der Ausrutscher war, haben wir einfach in diesem Kontext hier eine tiefere Korrektur gesehen und sehen jetzt den Trend nach oben wieder laufen. Und da wird es wirklich sehr, sehr interessant, wie verhält sich der Markt jetzt hier an diesem Level bzw. an diesem Level. Und wenn dort auch gekauft wird, dann sind das schöne Zeichen, dass wir eher die Oberseite anlaufen. Und dann haben wir, wie schon gesagt, hier die Zwischenhochs. Die sind ja da. Die sehen wir hier, diese Level, die da sind. Da ist einiges da, wo Kaufinteresse reinkommen könnte, falls dort Absicherungspositionen liegen. Und das kann man sehr, sehr schön dazu nutzen, um die Frage zu beantworten, wer kommt denn überhaupt nach mir rein? Also an dieser Stelle sehr interessant hier im US-Dollar, japanischen Yen. So, dann war die Frage zum Euro-US-Dollar. Da schauen wir auch mal rein. Euro-US-Dollar, da haben wir ihn, Moment. Den suche ich jedes Mal hier. Da haben wir die Woche, also letzte Woche, auch schön nach oben gelaufen. Aktuell sehen wir hier ein bisschen Konsolidierung. Ähm, das müssen wir uns jetzt mal kurz im Tageschart anschauen. Wir sehen es, wie weit wir hier reingelaufen sind. Also schön deutlich dynamisch nach oben gelaufen. Hier die ganzen kleinen Zwischenlinien. Ich räume hier mal den Chart kurz ein bisschen auf ähm, an dieser Stelle. Also wir sehen es hier. Es ist viel, viel Schub nach oben gekommen. Jetzt wird es halt interessant für diejenigen, die das Ganze kurzfristig sehen wollen. Wir haben hier einen, eine Außenkerze hier. Das ist die Kerze vom Donnerstag vergangener Woche. Da wird es jetzt wirklich interessant für diejenigen, die sich sagen: Hey, Guys, was ist jetzt hier los? Wir haben eine Oberkante und eine Unterkante, so ganz grob in etwa. Ne? Und das heißt jetzt, wir schauen uns das wie immer logischerweise mal im kleinen Kontext an. Denn der Aufwärtstrend, der hier da ist, hier. Der ist schon sehr, sehr stark, sehr massiv. Und auch das, was unten drunter gelaufen ist, ist echt sehr dynamisch nach oben gelaufen. Und da stellt sich jetzt halt die, tatsächlich die Frage: Wie kann denn so eine Korrektur aussehen? Fallen wir nämlich hier unter das Zwischentief drunter, also unter das Tief dieser Kerze hier, dieser Außenkerze von letzte Woche Donnerstag, dann ist durchaus Potenzial zur Unterseite gegeben. Hier. Und das wäre dann das, was wir nach unten mit im Ablauf nehmen können. Ne? Das heißt, hier. Oberseite hier die Unterseite fallen wir hier unten unter dieses unter dieses Zwischentief drunter dann sind wir in der Situation, also unter 1,21, dass wir Anlaufpunkte haben und da können wir uns sehr, sehr schön an den Zwischentiefs auch orientieren. Hier nächster Anlaufpunkt wäre mal ganz grob die Marke um die 1,2040 und dann haben wir hier das Ausbruchslevel. Moment, diese Linie mache ich jetzt auch mal grün. Wo kommt das Ausbruchslevel her? Ich schalte noch mal ganz kurz in den Tageschart, um da kann man es besser erkennen. Hier oben, schaut mal, da sind wir hier. Über dieses Vorhoch drüber gegangen, über dieses Zwischenhoch. Das hat man hier halt oben drüber liegen und das war das Hoch bei 1,20,11. Also in etwa, da ist ein Kaufbereich und das wäre mal hier auch mit Blick in die kleineren Zeiteinheiten das Anlauflevel zur Unterseite hin an dieser Stelle, was wir hier in die Planung mit reinnehmen können. Und wenn es da dann drunter läuft, dann kommen wirklich die Zwischentiefs mit rein aus diesem Schwungbereich nach oben und da wäre mal der nächste Zwischentief-Anlaufbereich hier. Wir sehen es hier schon ganz knapp, die Marke um die. 1,1920 hier in diesem Drehbereich rum. Also, das wäre mal hier der Level, das, das, das was wir hier haben. 1, 19, 23, 24, diese Zwischentiefs hier, je nachdem, wo es läuft, auch im untergeordneten Bereich noch hier, ähm, was wir hier haben. Hier haben wir ein schönes Kauflevel auch zu sehen. Ne? Hier schöne Konsolidierung. Dann der Schub nach oben, die Marke von 1,19,60. Es ist die Frage, ob wir überhaupt so tief fallen, aber wenn das kommt, wir wissen ja, hohe Volatilitäten, hohe Schwankungsbreiten bringen einiges mit rein. Und wir sehen ja auch hier, dass wir im kleinsten Bereich mittlerweile auch nach unten trennten. Ja, wir haben jetzt hier vom Zwischenhoch die. Die Bewegung nach unten gehabt an dieser Stelle. Ähm, den Schub, den korrektiven Schub, der ist halt hier unter eine wichtige Unterstützungsmarke rangelaufen und ist jetzt hier kurz über dieses Level drüber gelaufen und ist jetzt nach unten. Also wir haben jetzt im Kleinen einen Abwärtstrend und wir denen den für sich sozusagen als Richtungsnehmer oder als Taktgeber für einen kurzfristigen Trade mit nutzen möchte, der kann das gerne tun und dann haben wir hier die Anlaufpunkte auf der Chart-Unterseite liegen. Also das ist durchaus für die korrektive Phase jetzt hier interessant mal, den Stundenchart mit ranzunehmen und auf die interessanten Kauflevel auf der Unterseite mit raufzugehen. Also das wirklich immer interessant. So, gut. Jetzt wieder die Frage, ob wir schon beim Öl waren. Nein, über den Schmierstoff haben wir heute noch nicht gesprochen. Kann ich gleich mal reingehen? Heißt, ich gucke mal noch mit rein. Ähm, Fragen, keine weiteren. Genau, das passt. Alles klar. Lutz, das haben wir im Euro auch besprochen. Jetzt gehe ich noch mal ganz kurz aufs Öl. So WTI haben wir hier ähm, sehen wir auch momentan auf hohe Konsolidierung. Wir gehen noch mal ganz kurz rein hier in den ähm, Wochenchart. Wir sehen ja hier oben drin, dass wir rein aus Charttechnischer Sicht durchaus Luft nach oben haben. Aber wie schon gesagt, wir müssen das Ganze aus Charttechnischer Sicht auch ein bisschen sehen, äh, weil wir wissen ja Öl, da geht immer einiges auch zur Sache. Wichtig ist an dieser Stelle, wenn wir uns den Markt jetzt anschauen an diesen Punkten hier. Wo sind die interessanten Level? Die interessanten Level sind auf der ersten Linie mal zunächst hier am Vorwochen hoch zu sehen. Moment, ich muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken. Auch mein Schmierstoff ist wichtig. Stimme ist wichtig, die brauche ich noch. Zumal ich auch am Samstag ein Ausbildungsseminar habe. Da muss ich den ganzen Tag reden. Will ich auch, deswegen ist das jetzt wichtig. Also, was wir hier an dieser Stelle haben, wie schon gesagt, sind. Die interessanten marken und da kommt jetzt erst einmal der Blick aufs Vorwochen hoch. Der ist jetzt ganz ganz wichtig, weil wir hier an dieser Stelle die Fortsetzung der Aufwärtsdynamik haben. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz hier an. Wir sehen es halt auf der Tagesbasis haben wir hier schön drinnen laufen einen intakten Aufwärtstrand. Ne? Hier, das ist das schön, das ist der Bewegungsarm, der sich hier schön nach oben schwingt. Und wir sind jetzt hier oben reingelaufen über die 46,50. Und das wird jetzt sehr, sehr interessant zu sehen für die kurzfristigen Trader, die sagen: Okay, wir sind jetzt hier an einem Level angekommen, äh, wo wir sozusagen Korrekturpotenzial haben. Und wir sehen hier, das hier ist der alte Kaufbereich bei knapp 42,60. Da hat die letzte Korrektur knapp oben drüber rumgedreht und dann wieder nach oben gelaufen. Und deswegen haben wir hier jetzt schön. Diesen Bewegungsarm und das schauen wir uns jetzt mal im Stundenchart an. Da sehen wir nämlich die Korrektur momentan am Laufen. Wir sehen hier, der Abwärtstrend ist da ne? oder beziehungsweise er wird gerade oder steht gerade vor seiner Bildung. Das heißt, hier haben wir ja auch wieder schön diesen, diesen, diesen Kaufbereich, diesen untergeordneten. Und da sehen wir es halt hier an diesem Punkt klassisch, ganz, ganz klassisch oben runtergelaufen. Bewegung nach unten, eine Korrektive. Dann ein tieferes Hoch und wenn wir jetzt tatsächlich hier unten drunter laufen, dann haben wir erstmal den Abwärtstrend. Ne? Der ist dann erstmal da im Stundenchart und den können wir dann sehr, sehr schön zur Unterseite begleiten und auch da sehen wir schöne Anlauflevel. Ne? Ich hatte es ja gesagt, hier unten das alte Zwischentief, das kommt halt aus dem Punkt, den wir hier nach oben hatten, das heißt hier... An dieser Stelle, das war die Korrektur gewesen, dann das Hoch gehabt. Das ist also alles im grünen Bereich hier sozusagen. Ähm, und jetzt sehen wir auf der Unterseite mal, wenn wir den Schwungbereich mit sehen wollen, hier, wo sind wichtige Level? Oh, das war das Falsche, kurzen Augenblick. So, wir brauchen dieses hier. Und zwar hier, schaut mal, das hier wäre ein nächstes Kauflevel auf der Chartunterseite. Ne? Das sind wir hier von unten nach oben gedreht. Und hier haben wir schon ein paar Mal getestet, so grob die Marke. Knapp 44,60, 44, was haben wir hier? Ich ziehe es mal ran. Hier, der Schwungbereich. 44,70 oben und hier unten, naja, die 55. Das wäre mal ein erstes Level. Wenn wir tiefer laufen, dann als nächstes hier dieses höhere Kauflevel, dieses Drehlevel hier, um die 45,30, 45,32. Durchaus auch interessant. Und wenn es dann tiefer unten reingeht, dann können wir uns hier an den Swinglos orientieren und dann hat man den Drehbereich hier um die, drei, um die 44 und hier die 43, knapp 80. Alles auf dem Weg Richtung 43, 60. Also da sind einige interessante Punkte da, die man nach unten in schön nehmen kann. Na, und hier sehen wir jetzt, jetzt werden wir Zeuge, wie wir hier abverkaufen. Und wie ich schon gesagt, wenn wir diesen Bereich hier komplett rausnehmen, dann ist der Weg nach unten definitiv auch geebnet. Also, hier sehen wir es mal. Ja, da kommt jetzt rein, hier unten ran. Und dann, wenn die Verkäufer weiter die Oberhand behalten, dann trendet es jetzt schön nach unten hier. Schauen wir mal hier. Machen wir mal rein hier. Da ist schon der kleinste Trend, ist jetzt schon da an dieser Stelle. Und wenn wir es mal höher sehen wollen, hier, da kommt es jetzt drum. Laufen wir hier tatsächlich drunter? Sind wir ja jetzt schon hier im Zwischentief. Da haben wir jetzt den Abwärtstrend. Und der ist dann richtungsgebend für die korrektive Phase mit planbaren Anlaufpunkten. Gut. Also, Matthias, Öl hätten wir auch. Ich behalte das Öl übrigens auch weiterhin im Auge nach schönen Setups an dieser Stelle. Aber immer wieder danke fürs Nachfragen. Dafür sind wir da. So, gut, dann hätten wir das für heute besprochen. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Wochenstart und wie schon gesagt, diejenigen, die die Videos auch im Nachgang schauen, einfach morgens mal mit reinkommen. Oder aber wer es nicht schafft, entsprechend hier die Videos live zu schauen, wir haben ja die Aufzeichnung auch auf Facebook oder auch auf dem YouTube-Kanal von Tickmill. Gebt dem Tickmill YouTube-Kanal einfach ein Like, ähm, beziehungsweise abonniert den YouTube-Kanal und gebt der Facebook-Seite von tiktok ein Like, so rum ist es richtig und damit verpasst man dann einfach nichts mehr und wer einen Wunschmarkt auf dem Herzen hat, einfach Bescheid geben, auf Facebook eine Nachricht schreiben, beziehungsweise hier entsprechend auch direkt auf mich zu kommen, info at investorschule.de, wer das per Mail machen möchte, wenn er mal einen Wunschmarkt hat, einfach rein, ich sehe das Ganze und analysiere das Ganze dann auch für diejenigen, die es im Nachgang mit anschauen. Das wollte ich einfach mal gesagt werden. Dann Sage ich allen einen erfolgreichen Tag. Bis morgen früh, 8.30 Uhr, wenn wir wieder live in die tickenden Charts schauen für die ein oder andere Handelsidee. War mir eine Freude und ich sage jetzt Tschüss, bis morgen.